Man hört Stimmen, aber man sieht nichts. Das nennt man Postcut, noch irgendwas machen. Ich wollte kurz sagen, ich bin jetzt fertig mit dem Schneiden des Videos und Zensieren. Ich habe insgesamt 4 bis 5 Stunden dafür gebraucht für alles, weil ich das Video gefühlt 5-mal rendern musste und 5-mal neu zensieren musste, beziehungsweise immer was abgeändert habe und mich am Ende entschieden habe, ich fange komplett von neu an. Bruder, war ich abgefuckt und ich tue das jetzt echt ungern, aber für diese Arbeit habe ich safe ein Abo verdient, oder? Und ein Like. Wenn nicht, Bruder, gehe ich echt raus und schlag einen Polizisten. Dafür habe ich es dann aber verdient, oder? Ansonsten abonniert den Typen, der in der Kanalbeschreibung steht, das sage ich aber auch noch im Video ein paar Mal. Schaut das Video zu Ende, Watchtime und sowas, ihr wisst Bescheid. 5 Fake-Accounts, ihr wisst Bescheid. Gönnt euch das Video, viel Spaß. 100% Original Ferrari, oder? Weißt du, wer sich besser anhört? Fa. Im Übrigen ist das nächste Upgrade für Baby schon bestellt. Das ist ein sexy Beast, Jungs, ne? Ich habe mich noch gar nicht begrüßt. Guten Morgen. Was geht, YouTube? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's blendend. Ich wollte eigentlich ein Video aus dem A8 machen, aber da habe ich mich umentschieden, weil ich doch keinen Bock hatte. Weil wir schnell weiter müssen. So, was wir heute machen, wir verfolgen heute diesen A8, der vor uns rumfährt. Wir müssen ganz kurz in die Stadt. Bis dahin wird das Video auch enden, denke ich. Der Kollege vorne will auch nicht, dass man sein Kennzeichen sieht. Deswegen ist das Kennzeichen auch schön zensiert. Digga, natürlich gibt der Vollgas. Bruder, mein Motor ist kalt. Mein Motor ist kalt und mir ist auch brutal kalt. Gerade, Mann. Also mir ist richtig unangenehm kalt aktuell. Ansonsten, ja, gibt es nicht viel zu sagen, YouTube. Ich hoffe, ihr enjoyt das bisschen Rumgefahre. Heute auch mal wieder einer der wenigen Tage, wo es dich regnet. Und natürlich hatte ich genau heute keine Zeit, irgendwas aufzunehmen. Das ist sehr, sehr schön immer. Schaut mal gleich links, bitte. 100% Original Ferrari, oder? Boah, dieses Video zu schneiden wird der reinste Horror. Ich sehe es jetzt schon, Mann. Die ganze Zeit das scheiß Kennzeichen zu zensieren, das wird schon leben. Taugt, oder? Ist okay. Mein Motor ist kalt, ich kann kein Gas geben. Sonst hätte ich dich abgezogen. Pass auf, Blitzer. Wie bitte? Keine Chance. Aber kannst. Weißt du, wer sich besser anhört? Ja, sowas passiert halt, wenn zwei Homies einfach gemeinsam fahren. Nur Scheiße am Bauen, Digga. Und jetzt stellt euch vor, er hätte noch einen Führerschein, Mann. Das wird brutal viel Spaß machen, Mann. Auch sehr gut, dass ich auf kaltem Motor einfach bis zum Begrenzer gedreht habe, ne? Spammt mal alle in die Kommentare, dass der Johnny da hinten seinen Motorradschein machen soll, Junge. Vielleicht kann ich ihn dann überreden, dass er ihn macht, Digga. Das war jetzt auch, glaube ich, das erste Video, wo ich wirklich Interaktion mit jemand anderem hatte, ne? Abgesehen vom RS3 dort, den ich gefragt habe, ob er seinen Auspuff eingetragen hat. Fa. Eieiei, sehen wir uns später, YouTube? Ich glaube, ja. Ich schalte später die Cam nochmal ein. Also, für euch heißt es nicht Jalla, für mich heißt es aber kurz Jalla. So, Johnny und seine 8 sind nun leider weg. Er hat mich nur kurz bei meinem Motorrad rausgeschmissen. Ich verlinke seinen Kanal mal in der Videobeschreibung. Checkt den Typen aus, ist aggressiver Hustler und schreibt in seine Kommentare, dass er seinen Motorradschein endlich machen soll, Junge. Ich habe ja gesagt, das nächste Video wird aus dem Auto, weil ich euch diesen A8 jetzt vorstellen wollte ein bisschen. Ist auch ein wirklich sehr angenehmes Auto zu fahren, also heftig angenehm. Ist halt eine S-Klasse von Audi. Jeder, der eine S-Klasse gefahren ist, weiß, wie die sind. Also vom Fahrgefühl her und alles ultra angenehm. War der normale A8, war nicht der A8L. Hat man auch hinten gesehen, das ist nur A8, da steht ja nicht L. Von daher nicht Ultra-Luxus, so wie es eine S-Klasse ist, sondern ich würde sagen, mehr so ein Auto, was du als Geschäftsführer fährst, aber wenn du selber fährst. Ist nicht zu lang, ist nicht zu kurz, ist ein Statement. Der A8 sagt, hey, BAM! Ich bin's, Tim! Im Übrigen ist das nächste Upgrade für Baby schon bestellt. Ich werde jetzt noch nicht verraten, was es ist. Es kommt auch erst in einem Monat an. Irgendwann Anfang August wird's geliefert. Es ist doch was ganz Kleines. True Story, es hat 80 Cent gekostet. 3 Euro Versand. Aber Bruder, ich habe das bei Emoji gesehen und ich habe das so gefeiert, dass ich mir dachte, ich brauche das. Ich brauche das zu 100%, Mann. Deswegen seid gespannt auf August. Da kommt ein Upgrade.
Heute ist nicht besonders viel passiert. Ich habe ein bisschen geredet, wir haben ein bisschen den A8 angeschaut. Wir haben einen safe echten Ferrari gesehen. Aber das sollte ja reichen für ein Video, ne? Meine Videos sind ja nicht besonders schwer und auffällig und kompliziert. Ich mache einfach Content, den jeder Vollidiot auch machen könnte. Damit verabschieden wir uns, YouTube. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Checkt Johnny aus, sein Kanal ist in der Beschreibung. Lasst ihm Like da auf seine Videos, abonniert ihn, spammt ihn voll, dass er seinen scheiß Motorradschein machen soll, damit ich mit ihm fahren kann. Bleibt mir wie immer gesund. Wir sehen uns beim nächsten Video. Yalla. Bruder, fahr!